Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Man of Medan. Es war eine lange Pause, aber jetzt mache ich endlich mal weiter und jetzt bekommt ihr auch den restlichen Content zu sehen, denn ich habe schon viele Fragen gekriegt. Ist das Spiel vorbei gewesen? Hast keine Lust mehr? Nein, jetzt geht's weiter. Ich bin ja immer noch am Vorproduzieren für die Jagdwochenenden und Agritechniker und sowas. Deswegen mache ich jetzt noch ein bisschen Man of Medan. Ja, das letzte Mal sind wir ja hier in dem Räumchen kleben geblieben und wir sollen uns jetzt vormachen zur Brücke. So, ich hoffe, es läuft ruckelfrei. Gerade eben beim Starten sah es nicht so aus. Das Problem ist, das Spiel hatte irgendwie ein großes Update und seitdem beschweren sich viele User über Mikroruckler. Das geht aber bis jetzt. Oh, da leuchtet was. Was leuchtet denn da? Patronenhülse. Hört sich verrückt an, aber habt ihr das Flugzeug abgeschossen? Diese Rügentropfen auf der Hand, ne? Krank. Einfach eine geile Grafik. Auch wenn die Steuerung echt mucksig ist. Mit dem Mikroruckler, das verstehe ich halt nicht, weil meine CPU hängt auf 20%. Die Grafikkarte schläft auch fast ein. Ich verstehe es nicht. Vielleicht wird es noch besser. Bei den Jungen ist es doch hell. Mach doch die Lampe aus. Geben wir mal der Fliss hinterher. Darauf? Leider nein, aber ich halte meine Augen offen. Da glitzert doch was. Nur den Punkt finden, dass er auch das Glitzern sieht. Alex, guck doch mal hoch. Oh Junge. Mach's mir doch nicht so schwer. Brad, geh doch mal aus dem Weg. Ah. Der Wahnsinn. Hey, wie wär's mit etwas Hilfe? Ich glaube, da geht's nach oben. Kleine Auffrischung. Hilf mir hoch. Kleine Auffrischung für die Leute, die noch nicht zugesehen haben, beziehungsweise ist es ja auch schon ein bisschen her. Wir sind leider nur noch zu viert. Der Dingens ist ja in dem Schornstein oder wo immer bei der Verfolgung von dem Pin-Up-Girl da auf mangels meines Könnens, was Quicktime-Events angeht, leider von uns gegangen. Gehen wir mal den Frauen hinterher. Also hier? Hier habe ich vorhin Conrad verfolgt. Hier drüben. Hier kommen wir durch. Dann gebt ihr doch mal Mühe. Ah! Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Junge Mann, durch die Tür bitte. Dem geht's gut.
Hallo, schönen guten Tag, Sir. Hier ist ja die Brücke. Wir müssten nochmal was funken. Da geht's auch wieder raus, das macht ja keinen Sinn. Brücke an Maschinenraum, weniger Kohlen. Guck mal. Logbuch. Steht hinten noch drauf. Machst du einfach mal auf. Kann man nicht so wirklich viel lesen. Morgseegang nimmt Wellen bis zu 6 Meter Höhe. Keine Schäden gemeldet. Nachmittag. Wetter verschlechtert sich weiter. Wettervorhersage ebenfalls. Die Crew hält sich gut. Morgen. Wind erreicht Sturmstärke. Weiterhin zunehmend. Außergewöhnliches Wetter. Mehrere Blitzeinschläge in OM. Jedoch ohne größere Schäden. Schiff nimmt etwas Wasser. Doch die Lage ist unter Kontrolle. Navigator. Dead. Wassertiefe als inschätzbar. Da ist ein bisschen was rausgewaschen. Betriebslogbuch der SS Wurang. Morgen, See beruhigt sich. Mittag, dichter Nebel. Nachmittag, starker Seegang. Nachmittag. 37, sehr dichter Nebel. Mitternacht bis Nachmittag, weiterhin dichter Nebel. Boah. Da machen wir doch schon. Kann ich nur auf die zwei Seiten. Oh, es ist nicht sehr viel. Dichter Nebel, schlechtes Wetter. Immer nur am Rumweinen. Und die reden alle von Klimaerwärmung. So. Was ist denn hier mit dem Funkgerät und so? Wo geht's denn hier hin? Verschlossen. Ja, das dachte ich mir fast. Schön, wie er mit der Taschenlampe am Rumwedeln ist. Wie ein kleines hektisches Kind. Ich habe Angst vor Geistern. So, jetzt wollen wir ein bisschen serious spielen hier. Auch verschlossen. Dein Ernst. Was bist du denn für ein Schwächling? Hier lang. Ach, guck mal, hier ist offen. Durch die Tür. Was versteckt die sich denn da so? Da ist ein Zettel. Ein Zettel. Und da steht nichts. Das Schiff kam vom Kurs ab, schlechte Sicht, mieses Wetter. Sie verloren die Orientierung. Aber wir hören noch das Funkgerät. Wir kommen noch dem Funkgerät näher. Schau mal. Nicht zu fassen. Das Ding funktioniert echt noch. Oh, Funktechnik hat sich in 70 Jahren kaum verändert. Solange Saft da ist. Ich probier's mal. Ah, es geht doch. Genau, fragt mal nach Hilfe. Hört das jemand da draußen? Hallo! Oh, Scheiße! Da ist wer! Falls uns jemand hört, wir sind auf einem alten Frachter. Unsere Koordinaten sind ungefähr 12 Grad 30 Minuten Süd, 151 Grad 20 Minuten West. Bitte, kommen Sie schnell! Wir sind in Not! Wir sind auf einem alten Frachter. Wir glauben, es ist die Orang Medan. Hallo! Hallo! Hört mich jemand? Bitte, kommen! Akku leer.
ein Loch im Boden. Das muss irgendwo hinführen. Vielleicht können wir den Strom wieder anschalten. Wir brauchen Strom für das Funkgerät. Sollte einer hierbleiben, falls uns jemand anfunken will? Ich gehe. Natürlich. Ich schaff das. Ich sollte runtergehen. Machst du Witze? Du? Komm schon. Hast wohl Angst, dass da jemand selbstständig wird? Angst, dass mein blöder Bruder sich selbst umbringt? Sei doch mal stolz auf mich, Brüderchen. Wenn du dir sicher bist, ich glaube, du packst das. Ich komme mit. Hey, was? Julia, nein. Oh, du kannst nicht ewig den Beschützer spielen, Großer. Ich schaff das. Glaub mir. Hey, hey. Wenn Julia meint, sie schafft das, schafft sie das. Thema durch. Okay, Julia. Du und ich. Kein Quicktime-Event, nur mal so, meine Freunde. Kein Quicktime-Event, ich war's nicht. Aber so kommt man halt auch schnell nach unten. Irgendwas gebrochen? Alles noch heil? Sind alle okay? Uns geht's gut. Was machen wir jetzt? Wir müssen den Generator finden. Wenn wir ihn in Gang kriegen, hat das Funkgerät Strom. Okay, wir warten hier beim Funkgerät. Hey. Nach dir. Das ist wohl der Unterbereich des Schiffs. Sick Bay. Krankenstation oder was? Ah, Krankenstation. Das ist doch hier, wo wir damals aufgewacht sind. Genau, das haben wir ja schon gelesen. Das haben wir alle schon gelesen. Das haben wir noch nicht gelesen. Ey. Das bitte nochmal nehmen. Nimm es. Und halt es fest. So. Bericht des Schiffsarztes. Protokoll des Treffens zwischen Wissenschaftler X, CBO Walter Bishop und CBO Tom Palmer. Mit Sergeant Peter Wood als Besitzer und X für das Treffen mit unserem Team. Es gäbe viel, das man voneinander lernen könnte, wahrscheinlich. Stimmt dem zu, die westliche Welt müsse vor dem Übeln. Die USA seien darüber informiert, dass gewisse Stellen dort von chemischer, biologischer Substanzen in der Kriegsführung erforscht. Unsere Aktivitäten durch das Genfer Protokoll eingeschränkt hatten Experimente unmöglich. Ja, die hatten halt vor, mit diesem Gold, also mit diesem Nervengas, was diese Hallos hervorhebt, halt irgendwie was anzustellen. Beschreibt eine während des stattgefundenen Untersuchungen, es würde die Wirkung eines Molekülkristallform vorliegenden Halluzinogens mit dem Codename Mandschureigold auf Menschen getestet. Chemische Munition, Kampf zu gewährleisten, es war bereits ein geringer, signifikanter Halluzinationen. Sehr überzeugend, Versuchspersonen sahen und hörten Dinge, die in Wahrheit nicht vorhanden waren. Und dies selbst. Wirkung sei vielfältig, groß, gleichbleibend, intensiv. Lol. Ganz ehrlich, warum liegt das auf der Krankenstation, wo hier der eine Tipp ist eingesperrt war, in einem Safe? Das macht keinen Sinn. Guck mal, das andere haben wir schon gelesen.
Das wissen wir ja schon. First Aid. Was zum Beispiel redest du da? Tja, unter anderen Umständen wäre das der coolste Ort der Welt für mich. Immer. Das sehe ich anders. Vollkommen. Sagt die Frau, die unbedingt zu einem Wrack tauchen musste. Klappe. Und hier war der Dingens drin, der andere. Oh, verdammt. Genau, den kennen wir ja schon, den Kameraden. Das Protokoll können wir auch schon, brauchst du gar nicht in die, ups. Wow. In die Hand nehmen, das kennen wir schon. Da waren wir ja schon. Bild kennen wir auch schon. Ja, sind wir ja schon mal überall vorbeigegangen. So. Das ist nur die Frage, die sich mir stellt. Okay, da kommen wir gar nicht her. Das heißt, wir haben im Endeffekt einen vorgegebenen Weg. Herunterlassen. Dann lass mal deine Hose runter. Sieh dir das an. Schau, da unten. Der Maschinenraum. Hier muss ein Generator sein, stimmt's? Hier fehlt ein Stück Leiter. Ich glaube, ich kann... Halt! Bist du okay? Ja, alles gut. Komm runter. Warum bleibt sie nicht da oben? Ach ja. Oh Gott! Was ist das? Es war... Hast du nichts gesehen? Hallo? Okay, ich sehe also Zeugs. Du aber nicht. Okay, gut. Versuch mir zu folgen. Also das Schiff hatte Mandschurei-Gold geladen. Und dabei handelt es sich um gefährliche Chemikalien. Und da ist dieser komische Dunst überall. Der ist überall. Vielleicht ist das Mandschurei-Gold. Und vielleicht vernebelt der uns die Sinne oder so. Ich meine, ich habe definitiv kranke Sachen gesehen und könnte schwören, dass es echt war, aber vielleicht ja nicht. Die Crew hatte auf jeden Fall die Hosen voll. Es war alles nicht echt. Nichts war real. Wir haben nur halluziniert. Ob das irgendwie mit dem Flugzeugwrack da unten zusammenhängt? Ich meine, das kann natürlich sein. Gab es einen Kontakt? Immerhin eine Theorie. Oh Gott. Okay, lasst uns gehen. Ja, lasst uns gehen. Mit diesen Worten bedanke ich mich fürs Zusehen in dieser Folge. Und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wie gesagt... Lasst einen Kommentar da, ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.